Der Cola-Bär, der ist kein Simpel, der trägt den neuen Leninwimpel. Ja, fein, der Cola-Bär. Es geht aber jetzt gleich um Lenin, um seinen Text zum linken Radikalismus, der Kinderkrankheit im Kommunismus, wie er sagte. Vorher möchte ich aber noch sagen, dass ich gestern im Kino war, habe Francis Ford Coppola gesehen, den neuen Film, der mir gerade wegen seiner experimentellen Art ganz gut gefallen hat. Aber es war natürlich Brecht aus meiner Sicht und nichts anderes, ne? Auch wenn da andere Beispiele noch genannt werden, was es sein soll. Das ist ganz klar das kleine Mahagoni, nein, nicht das kleine Mahagoni. Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni natürlich. Erstens vergessen nicht, kommt das Fressen. Zweitens kommt der Liebesakt. Drittens das Boxen nicht vergessen. Viertens Saufen laut Kontrakt. Vor allem aber achtet scharf, dass man hier alles dürfen darf. Vor allem aber achtet scharf, dass man hier alles dürfen darf. Und dann der Zusatz, wenn man Geld hat. Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Wenn man Geld hat. Hat man keines, dann geht das eben nicht. Deswegen geht die Stadt auch kaputt irgendwann, aber nur ja, irgendwann. Und die Dekadenz dazwischen, das ist ambivalent. Lassen wir das mal. Jetzt geht es also um Lenins Text über die Kinderkrankheit im Kommunismus. Und da geht es nämlich darum, wie man zum Parlament steht. Das ist ganze Gefahr, so nämlich, das geht mir nämlich wirklich auf den Sender, dass hier das Parlament nicht bestimmen würde. Kann man natürlich leicht sagen, wenn man der Meinung ist, dass irgendwelche Mächte bestimmen. Das ist immer, wo man sich auch gar nicht einmischt, dann kann man es gleich lassen. Ja? Oder dass man rausrechnet, wie viele Nichtwähler da sind. Wissen wir doch alle, dass es Nichtwähler gibt. Und ob das nun 20 oder 30% sind, ist doch völlig egal. Das Parlament entscheidet und darum haben wir zu kämpfen. Und das sagt Lenin den Leuten 1920 in seinem Aufsatz. Da hat er schon die Revolution gemacht. Er wusste, wie das geht. Ja? 1920. Daraus möchte ich mal so ein paar Zeilen vorlesen. Es ist klar, dass der Parlamentarismus in Deutschland politisch noch nicht erledigt ist. Es ist klar, dass die Linken in Deutschland ihren eigenen Wunsch und ihre eigene ideologisch-politische Stellung für die objektive Wirklichkeit halten. Das ist der gefährlichste Fehler, den Revolutionäre machen können. Gerade hier sehen wir, dass die Linken nicht zu urteilen verstehen. Wer sagt das? Lenin. Lenin sagt das ganz klar. Und ich sage das natürlich auch, solange. Ihr seid verpflichtet, nicht auf das Niveau der Massen herabzusinken. Das ist unbestreitbar. Ihr seid verpflichtet, ihnen die bittere Wahrheit zu sagen. Ihr seid verpflichtet, ihre bürgerlich-demokratischen und parlamentarischen Vorurteile beim richtigen Namen zu nennen. Aber zugleich seid ihr verpflichtet, selbst wenn bloß eine Minderheit von Industriearbeitern den katholischen Pfaffen nachläuft, dass die Beteiligung an den Parlamentswahlen und am Pfaffen und am Kampf auf der Parlamentsbühne für die Partei unbedingt die Pflicht ist. Gerade um die rückständigen Massen zu erziehen. Gerade um die unentwickelte, geduckte, unwissende Masse aufzurütteln und aufzuklären. Ich habe wieder hier das Zittern. Und da kann ich kaum sehen, was hier draufsteht auf dem Zettel, aber ich werde es versuchen. Solange ihr nicht stark genug seid, schön zuhören, alle, die ihr meint, dass Parlamente nicht wichtig sind, solange ihr nicht stark genug seid, das bürgerliche Parlament und alle sonstigen reaktionären Institutionen auseinanderzujagen, seid ihr verpflichtet, gerade innerhalb dieser Institutionen zu arbeiten. Sonst läuft ihr Gefahr, einfach zu Schwätzern zu werden. Also Lenin sagt, ihr seid geradezu dazu verpflichtet, innerhalb dieser Organisation zu arbeiten. Das muss man doch verstehen, das muss man einfach verstehen. Solide Deutsche, die sich offenbar für Marxisten halten, reden in besonders komischer Weise einen unglaublichen Unsinn zusammen. Wodurch sie offenbaren, dass sie das ABC des Marxismus nicht begriffen haben und versteigern sich zu ganz ungereimtem Zeugs. Die bloße Anerkennung des Marxismus befreit noch nicht von Fehlern. Naive und ganz unerfahrene Leute bilden sich ein, es genüge die Zuverlässigkeit von Kompromissen überhaupt anzuerkennen. Und schon werde jede Grenze verwischt. Es ist doch unmöglich, dass die deutschen Linken nicht wissen, dass die gesamte Geschichte der Arbeiterbewegung voll ist von Fällen des Lavierens, des Paktierens, der Kompromisse mit anderen, darunter auch mit bürgerlichen Parteien. So, und das muss auch die AfD verstehen, das muss die das BSW verstehen, das weiß ich aber, glaube ich, auch. Also man muss lavieren, man muss paktieren, man muss auch mit Bürgerlichen zusammenarbeiten. Das sagt auch Lenin hier ganz klar. Man muss verstehen, die Umstände und die konkreten Bedingungen jedes Kompromisses und jeder Spieler eines Kompromisses zu analysieren. Noch unsere Theorie ist kein Dogma, sondern eine Anleitung zum Handeln, pflegten Marx und Engels zu sagen. Und das schwerste Verbrechen ist, diese Theorie in den wichtigsten Augenblicken nicht anzuwenden. Ja. Lenin weiter.
Wir können nicht wissen, welcher Anlass sehr breite, jetzt noch schlummernde Massen am stärksten aufwudelnden Flammen zum Kampf vorwärts treiben wird. Deshalb sind wir verpflichtet, unsere ganze Vorarbeit so zu leisten, dass sie in jeder Hinsicht hieb- und stichfest ist. Es ist möglich, dass eine Parlamentskrise den Durchbruch bringen, das Eis brechen wird. Die Kommunisten in Westeuropa und Amerika müssen lernen, einen neuen, andersartigen Parlamentarismus hervorzubringen, damit Opportunismus und Karrierismus nichts zu tun hat. Jetzt habe ich mal die Überschrift gemacht, dass ich schon vor 15 Jahren, als ich den Text mal abgeschrieben habe, verstellt euch, agitiert, organisiert, sprecht die Sprache des Volkes, seid populistisch. Sie dürfen mit dem Volk nicht in gelehrter und nicht in parlamentarischer Sprache reden, sondern müssen über alles Denken wachrütteln, die Massen in Bewegung bringen, die von der Bourgeoisie geschaffenen Apparat, die von ihr angesetzten Wahlen auszunutzen oder ausnutzen, das hat Lenin geschrieben. Ihr kommt euch selber schrecklich revolutionär vor, liebe Boykottisten und Antiparlamentarier, aber in Wirklichkeit habt ihr Angst bekommen. Ihr habt wie Kinder Angst bekommen von der kleinen Schwierigkeit, die euch heute bevorsteht und begreift nicht, dass ihr morgen oder übermorgen lernen müsst, dieselben Schwierigkeiten zu überwinden. Dann besteht eben die Kinderei der Ablehnung einer Beteiligung am Parlamentarismus, dass man in Wirklichkeit aber nur von den eigenen Schatten davonläuft und die Augen verschließt. Das ist Fakt. Wenn die Genossen Linken und Antiparlamentarier es nicht lernen, heute selbst eine so kleine Schwierigkeit zu überwinden, so kann man mit Gewissheit sagen, dass sie nicht imstande sein werden, sich die bürgerlichen Intellektuellen und die bürgerlichen Institutionen im großen Maßstab unterzuordnen und sie umzumodeln. Außer linke Radikalismus, die Kinder gerade im Kommunismus, 1920, Wladimir Iljitsch Ulyanov, genannt Lenin, 1870 bis 1924. Entschuldigt bitte meine Sprache zum Teil noch, aber es geht ja ein bisschen besser, mal ein bisschen flüssiger. Ansonsten mit dem Parkinson, das ist natürlich ätzend. So, es war, glaube ich, viel und anstrengender Text, aber was sein muss, muss sein manchmal. Und lernt, lest Lenin, lest vor allem Marx und Engels, auch lest sie. Natürlich immer auch Nietzsche und Schopenhauer, lest das, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich habe es ja genug getan. Ich kann es nicht mehr hören. Ich möchte gar keine Philosophie mehr lesen oder hören. Mir reicht es, versteht ihr das? Ja. Habe ich 20, 30, 40, 50, wie lange lese ich den Quatsch jetzt? Seit 1975 ungefähr, als ich in die Ausbildung kam. Das sind jetzt fast 50 Jahre. Ja. So lange lese ich das und kenne diese Texte. Nur, warum handelt ihr nicht? Dann haben wir geschwätzt, ihr so ein dummes Zeug. Warum habe ich eigentlich noch die Brille auf? Okay. Also, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielleicht, ja, ihr könnt mir mal schreiben, welche Texte ihr mal von mir gelesen haben möchtet. Aber auch, was ihr mal aufmerksam gemacht werden möchtet. Ja, okay. Tschüss.